Okay, fangen wir an. Auch von mir vorher nochmal, auch für die Leute auf YouTube und so, für die Unterstützung und das Feedback. Wir sind stolze Preisträger einer silbernen Kreide, ein Preis für gute Lehre bei uns in der Fakultät. Und dafür nochmal vielen Dank. So, kleines Vorwort zu der Vorlesung heute. Letzte Vorlesung, Titel How Deep the Rabbit Hole Goes. Die erste Vorlesung, wo ich mich nicht zurückhalten brauche, wo ich einmal alles auspacken kann, worüber ich gerne reden möchte. Ziel ist es jetzt nicht, dass ihr das alles groß versteht, sondern ich möchte einfach nur Möglichkeiten aufzeigen und mal sagen, was man so an richtig coolem Stuff in Haskell eigentlich machen kann und wo der Weg hingeht. Weil man hat in anderen Programmiersprachen häufiger mal so den Eindruck, ja gut, ich habe jetzt irgendwie Java komplett verstanden, ich weiß so die gröbsten Programmierparadigmen, ich kenne Programmierpatterns, Anti-Patterns und der Rest ist jetzt nur noch, ich lerne Library XY, wo ich mich wieder durch Doku durchquälen muss und der Rest ist dann Schema F, aber es kommt jetzt nicht irgendwie eine neue große Revolution in der Programmierung. Das ist hier ein bisschen anders. Hier geht es dann wirklich etwas weiter und tiefer gehend. Wird dadurch leider auch sehr mathematisch. Ich versuche es mit Beispielen ein bisschen abzufangen, aber ja. Wie gesagt, Takeaway-Message ist heute hauptsächlich: guck mal, was für viel cooler Scheiß möglich ist. Nicht, ihr müsst das alles können. So. Was machen wir heute? Zum Abschluss der Vorlesung, wir wollen euch einmal so ein bisschen, hauptsächlich geht es halt um mein Lieblingsthema Recursion Schemes. Allerdings machen wir dann am Ende auch nochmal einen kleinen Überblick, was wir sonst noch gerne in der Vorlesung angesprochen hätten, womit man zwei, drei ganze Semester füllen kann an Stoff. Also das ist überhaupt kein Thema. Themen heute, Fixpunkte, Recursion Schemes, Komonaden, weil Monaden sind nicht schwer genug, wir brauchen Komonaden, Free und Co-Free und dann ein grober Überblick über weitere Technologien, was es halt noch so gibt und was der letzte Schrei ist. Fangen wir halt an, Fixpunkte. Irgendjemand schon mal gehört? Genau, Punkte, die fix sind, wenn man die Abbildung drauf anwendet. Oder mathematisch gesprochen, eine Funktion f hat einen Fixpunkt x, wenn gilt f von x gleich x. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob ich die Funktion anwende oder nicht. Das ist ein Fixpunkt. Ein Punkt, an dem eine weitere Anwendung der Funktion eigentlich sinnlos ist, weil sich nichts mehr ändert. Und an dieser Stelle kann ich f von x immer durch x austauschen. Was hat das jetzt mit Programmierung zu tun? Mit Programmierung, ein Fixpunkt ist ein Punkt, an dem eine weitere Anwendung keinen Unterschied mehr macht und alle Verfahren, die durch wiederholte Anwendung derselben Funktion zu einem Ergebnis kommen, sind im Prinzip iterative Fixpunktsuchen. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel das Newton-Verfahren kennt. Ich hatte das in der Schule. Ich weiß nicht, ob das heute noch in der Schule gelehrt wird. Auf jeden Fall in Mathe 1 kommt das dran. Ist so ein typisches Verfahren zur Nullstellensuche. Ich fange mit einer Zahl an, schmeiße die in die Formel rein, dann kommt eine neue Zahl raus, die näher an der Nullstelle liegt, schmeißt sie wieder rein, kriegt eine nähere Stelle, schmeißt sie wieder rein, kriegt eine nähere Stelle und so weiter und so weiter. Dasselbe Verfahren macht man dann zum Beispiel auch in Differentialgleichungen, um die Differentialgleichung zu finden. Da sucht man sie auch iterativ und wird immer genauer, je häufiger man die Funktion anwendet. Man macht das, um iterativ Inverse von Matrizen zu finden. Man macht das, um iterativ Eigenvektoren und Eigenwerte zu finden. Alles im Prinzip Fixpunkt suchen mit, ich nehme dieselbe Funktion, schmeiße sie so häufig drauf, bis sich das Ergebnis nicht mehr ändert oder nicht mehr stark ändert. Wenn wir in Haskell halt eine Struktur haben, die sich selber enthalten kann, dann können wir darüber einen Funktor erstellen. Das jetzt nur nochmal so am Rand, das wird nachher nochmal wichtig. Wir haben halt die Data mit einem Typen und einem A und wir haben irgendeinen Konstruktor und irgendwo hier hinten wird das A wiederverwendet. Und da werden wir nachher darauf eingehen, dass wir genau sowas brauchen, weil über Funktoren kann man nämlich Fixpunkte bauen. Weil wenn wir halt das A
wenn wir das in diesem Data Typname A das A festlegen auf Typname A, rufen wir den Funktor rekursiv auf. Und das einzige valide Ergebnis, was hinten rauskommt, ist eben der Fixpunkt. Aber kommen wir dann später zu. Erstmal noch so ein bisschen Mathe. In der Mathematik unterscheidet man zwischen Least und Greatest Fixpunkt. Allerdings sind der Least und der Greatest Fixpunkt in Haskell identisch, weil Haskell nicht ganz so mächtig ist wie Mathe, aber gut genug. Und deswegen interessieren uns die Unterschiede zwischen den beiden nicht weiter. Und wen das allerdings interessiert, es gibt einen Cutter, also auf Code Wars, wo man sich kostenlos anmelden kann und dann Challenges machen kann, sonst irgendwas, gibt es ein schönes Cutter, wo man nämlich gibt es ein schönes Cutter, also eine Coding-Challenge, wo man nämlich genau diesen Isomorphismus definiert. Man kriegt einen Least-Fixpunkt gegeben und muss den Greatest-Fixpunkt daraus erstellen, und man kriegt einen Greatest-Fixpunkt gegeben und muss den Least-Fixpunkt erstellen und merkt dann, die sind tatsächlich isomorph. Die Lösung ist sehr gut, das sind zwei Funktionen, die man schreiben muss, und die beiden Funktionen haben Umfang von 50, 60 Zeichen. Ich habe ein paar Wochen gebraucht, rauszufinden, welche Zeichen das sind. Es ist eine sehr interessante Aufgabenstellung und die Lösung ist so kurz und man schlägt sich vor den Kopf. Aber es ist so ein Brain-Twist, sich da reinzudenken, dass ich das sehr, sehr interessant finde. Der Unterschied zwischen einem Least und einem Greatest Fixpunkt ist vollkommen egal. soweit ich das verstanden habe, ist der Unterschied, ob ich jetzt den Fixpunkt von unten einmal aufbaue oder ob ich den von oben nach unten aufbaue. Also es geht einfach nur um die Reihenfolge. Und da ich in Haskell keine Teilfixpunkte habe, sondern immer nur einen gesamten, ist es egal, ob ich ihn von oben oder nach unten aufgebaut habe. Aber wenn ich halt eine Regel habe, wie ich ihn von unten aufbauen kann, kann ich eine Regel finden, wie ich ihn von oben aufbauen kann. Und darum geht es halt. Aber wir fangen an abzuschweifen. Sache ist, immer wenn wir ein Konzept in Haskell haben, bauen wir entweder einen Typen oder eine Typklasse, die das Konzept einfängt. Und genauso sieht es mit Fix aus. Wir definieren einfach einen Fixpunkt über F, ist nichts anderes als der Konstruktor Fix, um das F, was wir haben, und da drin ist ein Fix F. Das heißt, wir wenden das Ding einfach rekursiv an. Das heißt, wir setzen hier das F, wir haben hier Fix F, und das F setzen wir hinten fest auf, also den Inhalt von F setzen wir hinten auf Fix F fest. Und da F halt einen Inhalt haben muss, der irgendwie rekursiv aufrufbar ist, ist es zumindest ein Funktor. Es gibt da noch andere Beispiele, aber ein Funktor ist da das Einfachste. Interessant ist halt, wenn wir so ein, also stellt euch jetzt einfach nur vor, F ist erstmal ein Funktor und dann kommt der Rest später. Wenn wir hier ein F mit einem FixF drin haben, können wir ein FixF erstellen, indem wir ein Fix davor schreiben, und somit können wir eine weitere Schicht aufbauen. Oder wenn wir ein FixF haben, können wir das Fix hier vorwegnehmen, dafür ist hier die Funktion unfix da, und wir kriegen den Funktor mit den Subfixes wieder zurück. Das heißt, wir können eine Schicht hinzufügen und wir können eine Schicht abbauen. Also wir haben hier verschiedene Sachen. FixF ist hier, Fix ist der, das erste Fix F ist der Typ. Der Typ heißt Fix und der Konstruktor hier heißt auch Fix, aber ganz hier hinten, das Fix F, ist wieder der rekursive Typaufruf von vorne. Ich habe eben nicht von Subfix, sondern von Unfix geredet. Dieses Unfix hier drin generiert uns eine Funktion. Die zeige ich gleich auch nochmal, wie die aussieht. Da kommen wir gleich zu. Wieso interessiert uns das alles? Funktoren sind uns schon mal sehr häufig begegnet, weil immer wenn wir irgendetwas speichern wollen, ist es sehr häufig ein Funktor, wenn es irgendwie Ebenen hat. Wenn wir einfach nur einen konstanten Wert speichern wollen, dann haben wir irgendwie einen Summentyp oder einen Produkttyp oder so, wo wir das reinspeichern. Aber wenn wir irgendwie etwas mit Ebenen haben, sei es eine Liste oder einen Baum oder so, dann haben wir immer einen Funktor. Das ist halt quasi genau diese Eigenschaft. Und in der letzten Vorlesung hatten wir zum Beispiel ein Beispiel. Wir hatten halt System-T als Sprache und ich habe die hier mal leicht umgeschrieben, und zwar hier hatten wir Leng und wir haben dann eine Expression, die wir nehmen,
und die Expression taucht hier unten halt überall wieder auf. Wenn wir jetzt allerdings Expression rekursiv auf lang-exp festlegen, dann sind alle Programme, also alle Fixpunkte, die dieses Ding bildet, alle gültigen Programme. Also gültig jetzt nicht im interpretierbaren Sinne, sondern gültig im Sinne von, die kann ich mit lang konstruieren, mit diesem Konstruktor. Und man kann sich das halt so vorstellen, ich fange hier mit einem lang an und entweder ist das lang zum Beispiel, sagen wir hier mal, ein Lambda-Typ. Und das erste Ding ist wieder einem exp, da sage ich, das ist ein var String. Und das zweite exp ist zum Beispiel ein Zug. Und da drin ist wieder ein exp. Und das ist exp ist dann zum Beispiel ein z. Und so kann ich einen gesamten Baum aufbauen und ganz unten in den Blättern, die einzige Möglichkeit, wie ich irgendwelche Blätter in dem Baum erstellen kann, sind entweder über z oder über diesen var String. Das heißt, es geht halt immer um eine Baumstruktur. Allerdings habe ich halt in einem Baum immer Schichten, die ich runtergehen kann. Das wird gleich auch nochmal genauer. Aber da wir jetzt erstmal festgestellt haben, dass eine, Fixpunktstruktur in etwa aussieht wie ein Baum, also wie irgendein Baum mit irgendeiner Definition, stellen sich halt zwei Fragen. Wie generieren wir sowas? Und wie verbrauchen wir sowas? Das sind immer die zwei zentralen Fragen, wenn wir hier einen neuen Typen haben. Wir haben ja hier einen neuen Typen festgelegt. Dann haben wir immer zwei Fragen. Wie kriegen wir den und wie verbrauchen wir den? Kurzum, wir brauchen hier solche zwei Dinge. Angenommen, wir haben jetzt hier irgendein A, wir haben irgendeinen Startwert. Was wir zu einem Fixpunkt auspacken wollen, dann steckt in dem A natürlich nichts drin, wie wir das auspacken. Und dafür brauchen wir irgendwelche Regeln, wie wir das auspacken. Und genauso, wenn wir einen Fixpunkt haben und wir wollen ihn vernichten, also auf einen Wert zusammenfalten, dann brauchen wir irgendwelche Regeln, wie wir ihn zusammenfalten. Und genau darum geht es dann im Weiteren. Und dieses gesamte Thema ist eingefangen in, nennt man halt Recursion Schemes, weil das Einzige, was hier dann eingefangen wird, ist die Rekursion. Also das Vorgehen eines rekursiven Aufrufes wird hier ganz abstrakt und allgemein eingefangen. Die Recursion Schemes ist eine Library von, wer hätte es gedacht, Edward Kmet. Ist auf Hackage, habe ich hier unten verlinkt. Und Recursion Schemes fasst alle rekursiven Vorgänge zusammen, die über einem Funktor operieren. Ne? Also, wenn wir einen Funktor haben, haben wir halt auf einem Funktor fmap. Das ändert nichts. Ansonsten gibt es, wenn wir eine Regel anwenden, wir hatten ja gesagt, wir haben hier zwei Regeln, entweder wir haben eine Regel zum Erstellen oder wir haben eine Regel zum Verbrauchen. Und wenn wir die Regel, wenn wir die erste Regel anwenden, dann bauen wir eine Struktur auf aus irgendwie einem Basiswert und entfalten mit jeder Anwendung den Funktor um eine Schicht, bis wir am Ende den Fixpunkt kriegen, wo wir den Funktor nicht mehr anwenden können, weil nichts mehr anwendbar ist. Genau. Und das Gegenteil davon ist, wenn wir eine Regel haben, wie wir das Ding zusammenfalten können, dann können wir eine Struktur, also einen Fixpunkt, abbauen und mit jeder Anwendung falten wir eine Ebene weiter runter, bis wir am Ende auf einem Ergebnis rauskommen. Das Wichtige ist, dass wir hier die Rekursion rausfaktorisiert haben. Also dass eine Ebene tiefer gehen. Wir reden jetzt immer von Ebenen und wir beschreiben nachher nur noch, wie wir von einer Ebene zur anderen kommen und sagen dann nur noch hierto. Und das Einzige, was wir an Informationen reinstecken müssen, sind eben die Regeln, wie wir auf einer Ebene operieren. Wir brauchen uns nicht mehr Gedanken über die gesamte Struktur machen oder über Nebeneffekte oder sonst irgendetwas, sondern wir trennen die Probleme einfach auf. Und dadurch werden die Probleme einfacher, hoffentlich. Die Frage war, wodurch so eine Ebene gekennzeichnet ist. Zum Beispiel, das hier ist eine Ebene. Eine Ebene ist entweder, habe ich in der Ebene einen Z, einen Zug mit Subebenen, einen var, einen Lambda mit zwei Subebenen, einen rec mit fünf Subebenen oder einen up mit zwei Subebenen. Das ist halt wie ein Baum. Je nachdem, welchen Konstruktor ich verwende, komme ich entweder tiefer oder da ist vorbei.
Und der Endzustand ist natürlich, ich komme irgendwann nicht mehr tiefer, weil irgendwann ist in allen Blättern vorbei. Da waren wir. Ja. Wenn wir es nicht mehr weiter anwenden können, haben wir den Fixpunkt erreicht. Weil der Fixpunkt war, wenn ich es nochmal anwende, passiert nichts. Wenn du den Baum komplett aufgestellt hast, wenn du unten kein Blatt mehr weiter evaluieren kannst zu einer neuen Schicht, dann hast du den Fixpunkt erreicht. Da haben wir nachher auch noch mal konkrete Beispiele zu. Erstmal noch mal etwas Mathe. In der Mathematik, wenn man solche Regeln hat, die vorgeben, wie ich eine Struktur kleiner mache, nennt man das Algebra. Kennt ihr alle aus der Schule, da habt ihr auch Algebra gemacht. Wenn ich zum Beispiel habe 3 plus 5, dann sagt mir die Algebra, dass ich das zu 8 zusammenfassen kann. Das ist relativ stupide, aber alle Rechenaufgaben, die wir haben, bekommst eine Rechenaufgabe, dann wendest du Algebra, deine Algebra-Regeln an, und zwar so lange, bis am Ende ein Ergebnis dasteht. Das ist Algebra. Und analog ist das Aufbauen mit einer Co-Algebra, da habe ich das Ergebnis und habe dann Regeln, wie ich das Ergebnis zerpflücke, bis ich wieder zu was ganz Krudem komme. Das ist genau das Gegenteil von der Algebra. Eine Algebra sagt mir, wie ich das Ding kleinkriege, wie ich zu einem Ergebnis komme. Und eine Co-Algebra sagt mir, wie ich von einem Wert auf eine ganz große Struktur komme. Genau, das eine ist der Hinweg, das andere ist der Rückweg. Deswegen haben wir halt das Dualitätsprinzip und deswegen kommt auch immer das Co davor. Algebra ist runter, Co-Algebra ist hoch. Co ist immer das Gegenteil, immer das Duale. Und da wir halt bereits etabliert haben, dass so ein Fixpunkt aus Ebenen besteht, brauchen wir halt, wie gesagt, nur Regeln für die nächste Ebene. Und in Haskell bedeutet das dann, da wir hier über einem Funktor operieren, ist das eine F-Algebra, also eine Funktoralgebra, haben wir eine F-Algebra, wir geben den Funktor rein und wir geben irgendeinen Wert rein, weil der Funktor braucht ja irgendeinen Wert. Und die Algebra sagt uns, wie wir aus einer Schicht des Funktors, FA ist ja nur eine Schicht, ist ja nicht, hier steht ja nichts von fix oder sonst irgendwas, FA ist halt eine Schicht und daraus kreieren wir einen Wert. Also wir fassen eine Schicht zu einem Wert zusammen. Und die Co-Algebra macht genau das Gegenteil, sie kriegt einen Wert und generiert daraus eine Schicht und mit halt denselben Wert, aber das A wird dann halt nicht einfach weitergereicht, sondern in dem Falle, klassische Anwendung ist zum Beispiel, das A wird aufgestückelt, je nach Fall. Ne? Und dieses A ist dann halt verändert und dann wird das Ding wieder aufgerufen und dann kriege ich die nächste Schicht. Und dann wird es wieder aufgerufen und dann kriege ich die nächste Schicht. Und irgendwann macht der Funktionsaufruf keinen Sinn mehr, weil ich an der Stelle kein A mehr habe. Weil da zum Beispiel ein Nil steht oder ein Z oder ein Var oder sonst irgendetwas. Da steht halt irgendeine Konstante, die kein A mehr hat, also kann ich die Funktion nicht mehr anwenden. Und dann bin ich am Fixpunkt. Ja? Und zusammengesetzt ergeben sich dann halt genau zwei grundlegende Konzepte, die heißen Katamorphismus und Anamorphismus. Das muss man sich nicht merken, aber das sind zwei fancy Wörter, die man durch die Gegend schmeißen kann. Heißt nichts anderes, dass du gibst mir eine Regel, wie ich eine Ebene, also du gibst mir eine Algebra, wie ich eine Ebene zu einem Wert zusammenfalten kann. Und der Katamorphismus kann den gesamten Fixpunkt auf einen Wert reduzieren. Also wenn halt das F passt, also wenn der Funktor passt, dann kriegt er es hin, den gesamten Fixpunkt auf einen Wert zu reduzieren. Das nennen wir klassischerweise Faltung. Und das hier ist jetzt eine komplett abstrakte Faltung. Und genau das Gegenteil der Anamorphismus, da kriegen wir rein eine Regel, wie ich aus einem Wert eine Schicht aufbaue. Und der Anamorphismus macht aus diesem Wert den gesamten Fixpunkt, baut den gesamten Baum auf. Und am Ende sind halt keine A's mehr drin in diesem Ding. Weil die sind alle verbraucht und es kommen halt nur noch Werte, die in dem Fixpunkt drin sind. Also die der Funktor mir irgendwie vorgibt. Ja? Kommen wir jetzt mal zu einem Beispiel. Das war sehr, 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 sehr viel Theorie. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Beispiel. Nehmen wir einfach einen Baum. Ich habe ja eben gesagt, das ist halt immer Baumstruktur, der simpelste Baum, den wir so kennen.
abgesehen von einer Liste, die ist langweilig, ist der simpelste Baum so ein Binärbaum. Wir haben ein Leaf, also ein Blatt, und wir haben einen Branch, der einfach zwei Subbäume hat. Ne? Das ist selber ein Funktor, aber das ist jetzt nicht der Funktor, der uns interessiert, sondern wir brauchen einen Funktor für die Algebra, der nicht rekursiv ist, wo wir eine freie Wahl haben in den rekursiven Elementen. Und das ist hier dieser treef. Das nennt man dann auch der Carrying-Funktor der Algebra. Braucht ihr euch nicht merken, heißt nur so. Der Unterschied ist, bei dem treea haben wir halt nur das a. Und bei dem treef haben wir hier diesen zweiten Parameter t. Und überall, wo wir oben den rekursiven Fall aufrufen, ersetzen wir das unten einfach durch das t. Und das gibt uns dann genau die Freiheit, die wir brauchen im weiteren Verlauf. Ne? Als konkretes Beispiel, wir wollen einen Baum konstruieren und ich sage jetzt einfach mal, wir nehmen den String Hallo und wollen jetzt einen Baum haben, wo nachher in den Blättern unten Hallo drin steht. Und der Baum soll halbwegs balanciert sein. Also, wir wollen nicht immer nur Leaf und im ersten Fall Leaf und im zweiten Fall den Rest, sondern wir wollen einen balancierten Baum haben. Somit ergeben sich, wenn wir einfach nur jetzt stumpf die Typen ansetzen, Anna hatte den Typen A nach FA, nach A nach FixF. Und wenn wir jetzt hier diese konkreten Typen einsetzen, haben wir den Typen A ist halt String, also wir kriegen einen String rein. Und in dem Tree wollen wir Strings speichern. Haben wir jetzt, Anna hat jetzt den Typen String nach treef, String String nach fix treef String. Das ist einfach nur die Typen eingesetzt. Frage ist, was brauchen wir jetzt, um das zu schreiben? Wir haben hier als zweites Argument, kriegen wir den String rein, das ist unser Hallo. Das haben wir schon. Cool. Also brauchen wir uns nur noch um den ersten Teil zu kümmern und das ist die Koalgebra. Und genau die schreiben wir jetzt. Die sieht nämlich so aus, sie hat den Typen String nach treef String String. Das heißt, wir kriegen einen String rein. Und mit dem String S machen wir jetzt erstmal, wir ermitteln die Länge des Strings, speichern wir in Längen. Und wir nehmen die Hälfte der Länge des Strings, weil wir haben gesagt, wir wollen einen balancierten Baum haben. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Subfall haben, wollen wir irgendwie die Hälfte nach links, die Hälfte nach rechts packen. Und jetzt sagen wir, wenn die Länge 1 ist, bauen wir ein Leaf mit dem String. Und wenn die Länge nicht 1 ist, bauen wir ein Branch und packen links die erste Hälfte rein und rechts die zweite Hälfte rein. Und in dieser gesamten Koalgebra ist kein rekursiver Aufruf mehr. Wir sagen nur noch, was wir gerne hätten. Und auf diesem Branch, wo wir dann sagen, hier links packen wir die erste Hälfte rein, ruft dann der Anamorphismus diese Funktion wieder auf und kümmert sich um alles. Und genau, das machen wir. Und damit können wir den Anamorphismus aufrufen, indem wir einfach sagen, kreiere den Baum mit dem String, indem wir einfach sagen, Anna, Tree, Koalg mit dem String. Und damit haben wir den Baum aufgebaut. Egal, wie der jetzt erstmal konkret aussieht. Das könnt ihr irgendwie, wenn ihr Recursion Schemes ausprobiert, da hat zum Beispiel die das Fix auch eine Show-Instanz. Das heißt, ihr könnt euch den Baum auch mal ausgeben lassen und so weiter. Also man kann da auch direkt reingucken in die Maschinerie. Das S ist der String, den wir reingeben und das hatten wir gesagt, das ist das Hallo. Und dann kriegen wir einen Baum raus, wo in den Blättern Hallo steht, wenn wir sie halt der Reihe nach durchgehen. Wir hätten ja auch irgendwelche anderen Entscheidungen treffen. Die Sache, wie der Baum aussieht, wird in der Algebra definiert. Wird in der Koalgebra definiert. Ja, das heißt, wir haben Baum, also die Datenstruktur Baum, getrennt von Fall der Rekursion, getrennt von nach welchen Regeln wird der Baum aufgebaut. Das heißt, das hier sind einfach nur noch Regeln, wie ich den Baum aufbaue. Und ich brauche mich in den Regeln immer nur um den nächsten Schritt zu kümmern. Ne? Jetzt haben wir einen schönen Fixpunkt hier aufgebaut mit dem Baum. Jetzt machen wir ihn wieder kaputt. Da wir uns den Typen halt aussuchen können, auf was wir reduzieren wollen, sage ich, ich möchte gerne einen Int haben. Sage ich jetzt mal einfach. Und dann gucke ich mir an, was sagen die Typen dazu. Wenn ich jetzt die Typen einsetze, der Katamorphismus hatte den Typen
FA nach A, nach Fix F nach A und ich sage, ich will ein Int raus haben, also ist A Int und F war immer noch Tree F String. Das hatten wir eben, das ist ja Fix Tree F String. Also ist das Fix F, das F ist Tree F String. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, haben wir jetzt nur noch die Funktion treeFstring int, nach unserem Fixpunkt, nach int. Interessant ist halt, der Fixpunkt hier selber weiß nicht, welchen Typen wir zum Generieren brauchen oder welchen Typen wir zum Akkumulieren nehmen am Ende. Das ist dem Fixpunkt egal, weil der Fixpunkt hat diese Information nicht mehr. Und die Sache ist, wir müssen jetzt nur noch, also wie gesagt, den Fixpunkt haben wir ja gegeben, den haben wir jetzt eben erstellt. Und jetzt müssen wir nur noch die Algebra reinschmeißen. Und die Algebra habe ich in diesem Fall einfach mal so geschrieben. Wir haben hier einen treeFstringInt und wir geben den Int zurück. Das heißt, wir haben einen leaveF mit einem String. Wenn wir uns oben nochmal die Typen angucken, dann ist der erste Parameter, ist, was wir im Leaf haben. Und der zweite Parameter ist, was wir in den Branches haben. Ne? Und das heißt, wir haben hier ein leaveF, das ist ein String. Und wir nehmen uns aus dem String das erste Zeichen und gucken, ist das ein Lowercase-Zeichen, dann sagen wir 1, ansonsten sagen wir 0. Und im anderen Fall haben wir hier zwei Ints drin und geben einfach nur die Summe zurück. Frage ans Publikum, was steht in den zwei Ints drin? Ich glaube, ich löse das mal auf. In diesem Fall, das hier ist ja der Typ, ich gehe nochmal zurück, das hier ist ja der Typ T. Und T war unser rekursiver Typ. Das ist schon das Ergebnis der Rekursion. Das heißt, wir haben an dieser Stelle einfach, haben wir hier oben, was wir mit einem Blatt machen, also was wir im Base Case machen, und hier in dem Branch, was wir im rekursiven Fall machen. Die Rekursion ist schon komplett für den linken Baum abgelaufen, da haben wir das Ergebnis. Die Rekursion ist für den rechten Teilbaum abgelaufen, da haben wir das Ergebnis und die Ergebnisse sind zwei Ints und hier sagen wir einfach nur noch, summier die auf. Das heißt, wir sagen nur, wie wir einen Schritt, wir gehen davon aus, wir haben unten schon alles ausgewertet, haben die Ergebnisse und sagen, wie wir jetzt das Ergebnis nach oben geben. Genau, er addiert die beiden zusammen. Für was steht L und R denn dann? Gute Frage. Muss man sich halt angucken. In dem Leaf wird gesagt, wenn das erste Zeichen ein Lowercase ist, steht da eine 1 drin, ansonsten steht da eine 0 drin. Und wenn du jetzt zwei Leaves hast, sagt ein Branch, dann ist hier unten ein Leaf drunter, also im Beispiel ist dann in links ein Leaf drunter und in rechts ein Leaf drunter. Da wurde das schon angewendet. Und dann hast du da entweder links eine 1 oder 0 drin stehen und rechts eine 1 oder 0 drin stehen. Und dann gibst du die Summe zurück. Das heißt, das Leaf sagt dir nur 1, wenn Lowercase drin ist und 0, wenn kein Lowercase drin ist. Und die Branch summiert das dann einfach auf. In diesem Falle zählt es die Anzahl der Lowercase-Buchstaben. Weil es ist 1, wenn es Lowercase ist, 0, wenn es Uppercase ist. Und wir summieren hier einfach nur den linken und rechten Teilbaum auf. Die Frage ist, hier steht ja ein Tree A oben und unten steht ja nur ein T. Und genau, das ist einfach nur ersetzt, weil wir, der obere war halt explizit rekursiv definiert. Da haben wir explizit die Rekursion angegeben. Und hier unten haben wir über das T die Rekursion nur implizit gemacht. Über den Funktor. Weil wir haben ja hier eine Funktorinstanz uns derived. Und die Funktorinstanz arbeitet natürlich auf dem T. Das heißt, die Funktorinstanz fängt die Rekursion ein. Und weil wir das T frei gewählt haben, können wir das T zum einen rekursiv auf das Tree F, AT, setzen. Wir können das T aber auch auf Zwischenwerte setzen, auf Zwischenergebnisse. Und genau das passiert hier, weil in der Algebra ist, das, ist der zweite Wert, der rekursive Fall, auf das Zwischenergebnis der Rekursion gesetzt. Ne? In dem Fix ist das festgelegt auf den rekursiven Fall. Deswegen können wir es da nicht aussuchen. Aber in dem Algebra-Fall können wir uns das frei wählen.
Nee, das sind zwei komplett unterschiedliche Typen. Weil du möchtest ja normalerweise mit Trees arbeiten, weil normalerweise auf dem Tree, der Funktor auf dem Tree operiert auf dem A, also auf dem Inhalt des Baumes. Die Funktorinstanz bei dem Tree F operiert auf der Struktur des Baumes. Und das ist der Unterschied. Und wenn wir das jetzt haben, dann können wir einfach unsere Algebra anwenden, indem wir sagen Cutter mit der Algebra auf unseren Tree, also auf unseren Fixpunkt. Ne? Und wir haben halt somit die Anwendung der Algebra vom Schema der Rekursion getrennt und müssen in der Algebra uns nur um genau einen Schritt kümmern. Wir müssen uns um die Base Cases kümmern und wir müssen uns um die Zusammenfassung kümmern, im rekursiven Fall. Und das war's. Man kümmert sich nicht einzeln um jeden Schritt, sondern man sagt, wie ich vom n-ten Schritt auf den n plus ersten komme. Und in diesem Falle wird das dann bei Branch zusammenaddiert. Ja? Frage ist, das ist alles furchtbar kompliziert und hat keinen Vorteil über der klassischen Weise. Ich kann das auch, keine Ahnung, ich definiere auf Tree Foldable, mache dann irgendwie fmap mit der Funktion und wandle das in ein int um und mache fold. Kann ich auch machen. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Interessant ist, dass wir halt Kata und Anna kombinieren können. Gegeben, wir haben eine Algebra, gegeben, wir haben eine Koalgebra, fällt hier hinten einfach nur noch fixf nach A und A nach fixf raus. Und die können wir zusammenstecken. Und zwar, wenn wir das richtig rummachen, ich habe das jetzt hier falsch rumgemacht, das muss eigentlich heißen F-Algebra FB nach F-Koalgebra FA, mein Fehler, dann kriegen wir einen sogenannten Hylomorphismus, der nichts anderes macht, wie du kriegst ein A rein, packst es mit einem Anamorphismus mit den Regeln in Psi in irgendeinen Fixpunkt und faltest es dann mit den Regeln aus Phi durch einen Katamorphismus auf einem B zusammen. Phi und Psi sind diese beiden Algebren. Psi ist die Koalgebra und Phi ist die Algebra. Und du packst das A aus in irgendeine Struktur, die du über die Algebra festlegst und musst mit einer die du durch Koalgebra festlegst und musst mit einer kompatiblen Algebra das Ding wieder auf dem B zusammenfalten. Und damit hast du eine generische Funktion A nach B, die Dinge auspackt in irgendeine Zwischenstruktur und dann wieder einpackt. Ne? Man kann das auch noch anders definieren, was ist, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, wenn du die Algebra F und die Koalgebra G hast, ist das Ergebnis H, also diese Funktion A nach B, einfach nur G Punkt fmap H Punkt F. Das ist die komplette Definition, das heißt, wir wenden so oft, weil fmap H, H ist ja nichts anderes als sich selber, das heißt, wir wenden G von der rechten Seite so oft an, bis wir auf irgendeinen Fall kommen, wo eine Anwendung von G keinen Sinn mehr macht. Und dann fangen wir an, mit F die Sachen wieder zusammenzupacken. Genau, das steht hier extra genau untereinander. F ist das Phi und G ist das Psi. Das ist genau dasselbe. Und interessant ist halt, dass wir hier die Funktion H hat die Signatur A nach B. Obwohl wir nur eine Algebra angeben, FB, eine Koalgebra FA angeben, die die Signatur A nach FA hat und die Koalgebra hat die Signatur FB nach B. Wir geben aber gar keine Funktion A nach B an, kriegen aber eine Funktion A nach B raus. Was großartig ist. Mehr noch. Haskell ist lazy und deswegen, auch weil dieses FMAP lazy ist, wird das G nur so weit angewendet, wie es minimal nötig ist, damit das F angewendet werden kann. Das heißt, wir kommen mit dem minimalsten Aufwand zu einer Antwort. Ne, weil das F wird halt angewendet, sobald G erste Ergebnisse produziert hat. Und wir bauen nicht riesige Zwischenergebnisse auf. Theoretisch, also in der Theorie, existieren dann natürlich Gigabyte- und Terabyteweise große Zwischenergebnisse, die Fixpunkte sind. Aber da wir sie sofort wieder konsumieren, noch während wir sie generieren, ist der wahre Speicherverbrauch viel, 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 viel kleiner.
Man kann ihn halt nicht abschätzen, das hängt dann an den Algebren, aber er ist viel kleiner. Auch können wir halt die Funktion String nach int schreiben, die direkt die Lowercase-Sachen zählt, indem wir sagen, hier, die Funktion ist String nach int und wir sagen hylo treealg treecoalg. Wenn ich euch gesagt hätte, schreibt eine Funktion String nach int, die die Lowercase-Sachen zählt, hättet ihr das nicht so implementiert. Ihr wärt dann irgendwie den String durchgegangen und sonst irgendwas. Da hättet ihr aber auch genau dasselbe gemacht, weil eine Liste ist auch nichts anderes als ein Baum mit erstes Element und rekursiver Aufruf. Und der Terminierungsfall ist halt nil, wo nichts drin steht. Und den String hättet ihr halt mit der Koalgebra unverändert gelassen. Halt den String hättet ihr ausgepackt in eine Liste von Chars. Und mit der Algebra hättet ihr jeden Char in eine Zahl umgewandelt und dann aufsummiert. Und genau diese Sachen sind hier getrennt. Man muss nicht diese drei Begriffe hinschreiben, sondern man muss halt die Koalgebra und die Algebra definieren und dann sagt man Hylo. Aber man hat dann das Auspacken von dem Einpacken getrennt. Genau, man definiert das und dann kann man das machen. Viel interessanter ist, weil da habe ich gerade gesagt, das kann man auch ganz einfach mit einem Fold oder sonst irgendwas machen, viel besser ist, dass man diese Algebren wiederverwenden kann. Ja? Indem wir zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal ein komplett anderes Beispiel, wieder auf unserem Baum. Angenommen, wir hätten eine Algebra drawTreeAlg, die unseren Baum nimmt. Wir hatten ja eben einen das Picture muss hier raus, aber egal. Wir hatten eben einen treeF-String und wir haben jetzt einen treeFS, wobei S irgendwie showable ist in dieser Funktion und wir kriegen am Ende einen Picture raus. Das ist unsere Algebra. Wie gesagt, das Picture aus der ersten Klammer muss raus. Dann können wir einen String als Baum malen, indem wir einfach sagen hylo draw treealg treecoalg. Die Koalgebra baut uns den Baum auf und die Algebra faltet uns den Baum zu einem Bild zusammen. Oben haben wir irgendwas gezählt, da kam eine Zahl raus, hier unten kommt ein Bild raus. Genau, das ist einfach dann nur ein Baukasten und man kann sich dann hier verschiedene Algebren überlegen. Klassische Algebra ist immer, ja, ich packe das in irgendeinen Monoiden oder ich packe das in eine Liste. Und die Koalgebra nimmt dann die Liste und wertet sie aus, Element für Element. Das sind die klassischen Unfolds und Folds. Man kann es allerdings noch generischer machen. Und wir können auch sagen, wir nehmen eine Funktion drawTree. Wenn du mir sagst, wie du deinen Wert in einen Baum kriegst, dann, also wenn du mir eine Koalgebra gibst, dann gebe ich dir ein Bild aus dem Ding. Das heißt, egal was dieses A ist, das kann ein String sein, das kann ein Spielfeld sein, das kann sonst irgendwas sein, ist egal. Wenn du mir sagst, wie ich daraus den Baum aufbaue, dann kann ich das Bild daraus generieren. S ist irgendwas, was anzeigbar ist, weil das Picture intern das Ding irgendwie labeln muss oder so. Wenn ich einen Baum male, möchte ich an die Knoten was dran schreiben. Deswegen habe ich das nur da drin gehabt. Ja? Genau. Und hier sagen wir nur noch, in dem drawTree sagen wir nur noch, gib mir eine Regel, wie du den Input aufsplittest in diesen Funktor, den ich dir vorgebe, und ich kann dir das als Baum malen. Du musst mir nur sagen, wie du es aufsplitten möchtest. Gibst mir nur eine Regel an, wie du ein Level aufsplittest und ich male dir das Ding komplett runter. Funktioniert auch für viele, viele, viele andere Geschichten. Ne? Anna und Katha machen halt noch nicht viel gegenüber normaler Rekursion, in Anführungszeichen. Ist ein bisschen mächtiger, aber nicht viel. Aber wir können halt den tiefer gehenden Stoff nur anreißen in dieser Vorlesung. Und zu einem genauen Studium gehört eine große Portion Kategorientheorie und Abstraktionsvermögen. Allerdings so ein bisschen Take-Home-Message. Programme lassen sich zusammenfassen als, ich muss irgendwelche Daten einlesen, die ich in eine Datenstruktur auspacke. Dann bearbeite ich die Datenstruktur und transformiere sie. Und dann packe ich die Datenstruktur wieder ein zu meinem Ergebnis. Irgendwas, was ich berechnen möchte. Weil wenn ich nichts berechnen möchte, brauche ich das Programm nicht schreiben. Das können wir damit zusammen, also so ein Programm können wir zusammenfassen auf, wir haben ein Programm, was irgendeinen Input kriegt und einen Output gibt, indem wir sagen, Anna, Koalg,
was das Ding in irgendeine Struktur auspackt. Dann machen wir eine Operation, die auf dieser Struktur operiert und irgendwas damit tut. Und dann fassen wir es mit einer Algebra wieder zusammen. Und das Ob ist hier die Operation, die wir machen, um ein Ding in ein anderes umzuwandeln. Wenn du für die Operation einfach Identity einsetzt, also nichts machst, hast du wieder den Hylomorphismus. Aber generell kannst du viele Programme einfangen. Man könnte zum Beispiel sagen, du kriegst einen String rein, einen Genom, und hast hier eine Koalgebra, die dir aus dem Genom irgendeine Struktur darauf aufbaut. Zum Beispiel eine RNA-Struktur oder sowas. Da hast du ja nicht nur Strings, sondern du hast eine richtige Struktur. Dann hast du eine Operation auf dieser Struktur, die Sachen rausfiltert, die irgendwelche anderen Sachen damit macht. Und dann hast du eine Struktur, und dann hast du eine Algebra, die diese Struktur wieder runterfaltet und zum Beispiel eine Scoring-Funktion bildet. Eine Scoring-Funktion, die irgendwie sagt, dieses Genom hat Wert 5. Oder wenn du halt zwei Sachen reinkriegst, kann die Scoring-Funktion dir zum Beispiel einen Abstand angeben zwischen den Sachen. Oder auch alle möglichen Abstände, die nicht mehr als 5% vom idealen Abstand abweichen. Und so weiter und so weiter. Da gibt es extrem viele Sachen, wie man die Sachen dann nachher auswertet. Aber das funktioniert hiermit alles. Das ist eine kleine Übersicht. Die hat jemand gemacht für eine Scala-Bibliothek. Das ist hier unten. Basiert auf Edward Kmetz. Großartiger Übersicht. Wir sehen, hier oben haben wir die Folds, die eine Algebra brauchen, und die Unfolds, die eine Koalgebra brauchen. Und daraus haben wir jetzt erstmal nur besprochen den Anamorphismus und den Katamorphismus. Man kann die Dinger noch komplizierter machen. Man kann immer alles noch komplizierter machen. Und wenn man es komplizierter macht, dann hat man halt andere Eigenschaften eingefangen. Zum Beispiel so ein Präpromorphismus oder Postpromorphismus packt da noch eine natürliche Transformation rein, die den Funktor auf einen anderen Funktor ändert. Eine natürliche Transformation ist hier diese Funktion, die einfach f nach f macht, die den Funktor in einen anderen Funktor ändert. Also ja, das ist das führt ja auf jeden Fall zu weit. Eine natürliche Transformation ist, glaube ich, genauer gesagt, ein Funktor auf Funktoren. Also eine Ebene höher. Ich mache mehr komplizierten Shit. So ein Paramorphismus hat, wir haben hier beim Katamorphismus haben wir das FA nach A als Algebra. Ein Paramorphismus hat eine leicht andere Algebra. Der hat F, fix F, Kreuz A nach A. Also der kriegt einen Tupel rein und kann daraus Sachen generieren. Wie auch immer das fix F aussieht. Das Gegenteil, der Apomorphismus, der kann halt der Apomorphismus ist eine Erweiterung des Anamorphismus. Der Anamorphismus hat als definierende Funktion das A nach FA. Und das hier unten ist ein A nach F, either fix T oder FA. Also da kriege ich den either und nicht einen A. Und so weiter und so weiter. Das ist mathematische Notation, weil es halt für Skala gedacht ist. Generell so ein Kreuz ist einfach ein Tupel, ein oder ist ein either, ein Pfeil ist eine Funktion. Und dann kann man den Rest hier relativ gut lesen. Ne, insbesondere interessant ist halt so ein Histomorphismus, der nimmt halt eine Komonade W und macht halt aus dem FWA einen A, und in dieser Komonade sind die vorherigen Antworten gespeichert. Genauso ein Futomorphismus, der macht A nach FMA, wobei M eine Monade ist, und kann damit zu jeder Zeit abbrechen oder mehrere Level auf Mal machen und so weiter und so weiter. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte das hier nur mal kurz anreißen. Insbesondere fängt das dann hier auch zum Beispiel den Dynamorphismus ein, was einfach nur einen Histo und einen Ana hintereinander geschaltet ist, der dynamische Programmierung einfängt. Dynamische Programmierung kennt ihr vielleicht unter dem Begriff nicht. Das hattet ihr im ersten Semester als Tabellierung, Zwischenergebnisse merken.
während ich irgendwie zum Beispiel Fibonacci-Zahlen berechne. Bei Fibonacci-Zahlen fasse ich auch nur Sachen zusammen, aber ich brauche halt nicht nur die letzte Zahl, sondern ich brauche noch die vorletzte, weil ich die beiden aufsummiere. Und so weiter und so weiter. Das kann man genau damit machen. Das wird alles nicht weiterverwendet. Die Frage ist, was das A hier macht und so. Das sind alles unterschiedliche Funktionen. Und du kannst zum Beispiel einen Katamorphismus, generell diese gesamten Funktionen sind alles Algebren, also Algebra FA, die gegeben einen Fixpunkt, das auf ein A reduzieren, was hier oben steht, und das Duale dazu, das kategorietheoretische Duale dazu ist, du nimmst eine Koalgebra und baust aus einem A einen Fixpunkt auf. Und deswegen stehen die hier nebeneinander, weil da, wenn du genau hinguckst, sind einfach nur die Pfeile umgedreht. Aber da kommen wir später auch nochmal zu. Das ist nicht das Gleiche. Du kannst das in jedem Ding wählen. Das sind alles einzelne Funktionen. Die haben per se erstmal nichts miteinander zu tun. Du kannst sie aber, wie es hier unten steht, bei den Refolds miteinander kombinieren. Wenn du einen Hylomorphismus machst, dann machst du erst einen Anamorphismus, indem du aus einem A ein FA aufbaust und dann einen Katamorphismus, indem du aus einem FB ein B rauskriegst. Das wäre der Hylomorphismus. Ne? Und so weiter. So kannst du die Sachen auch anders definieren. Du kannst es auch andersrum machen. Du kannst zum Beispiel erst mit einem Katamorphismus die Sachen runterfalten auf ein A und dann mit einem Anamorphismus sie in einen anderen Fixpunkt wieder aufbauen. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn ich Sachen auf die Platte speichere. Ich habe eine Datenstruktur, ich serialisiere sie, dann kriege ich einfach nur einen Byte-String. Und wenn ich sie deserialisiere, mache ich aus dem Byte-String wieder die Datenstruktur. Da mache ich genau diesen Vorgang. Weil das, was ich halt zwischendurch rauskriege, kann ich abspeichern. Und da man diese ganzen Sachen so schön kombinieren kann, als kleiner Pun auf diese linke Seite der Recursion Schemes, kann man dann, das steht hier unten auch, den legendären Zygohistomorphic Prepromorphismus machen. Ich konnte ihn nicht rauslassen. Der kombiniert die Zygo-Eigenschaft mit der Histo-Eigenschaft und der Prepro-Eigenschaft in ein ganz kompliziertes Ding. Man kann die kombinieren. Es ist übrigens ein Kopfgeld ausgesetzt daraus, wer eine sinnvolle Anwendung für das Ding findet. Bisher hat man noch keine gefunden. Also, wie gesagt, man kann die Algebren alle miteinander kombinieren, man kann die Koalgebren alle miteinander kombinieren, je nachdem, was für Eigenschaften man braucht. Jedes Ding hiervon captured verschiedene Eigenschaften. Man kann die alle gleichzeitig verwenden. Und deswegen, dann kommt man auf so schöne Sachen wie den Zygohistomorphic Prepromorphismus, der nur erfunden wurde, um Leuten zu zeigen, macht ihr da eigentlich nur Scheiß? Naja. Das war hier das Übersichtsding, sollte halt einfach nur darauf hindeuten, es gibt noch viel, viel mehr als den Kata- und Anamorphismus, den ich angesprochen habe, obwohl der schon kompliziert genug ist für sich. Da kann man schon ganze Vorlesungsreihen drüber machen. Das sind noch längst nicht alle und man ist da im Moment am Forschen und am Gucken, was man da so noch finden kann. Ich habe eben schon mal leicht angesprochen, hier zum Beispiel das W ist halt klassischerweise die Komonade, deswegen kommen wir jetzt zu Komonaden. Was sind Komonaden? Wir hatten Monaden, da müssen wir auch Komonaden machen. Das ist so ein bisschen basiert auf All About Comonads, ein Incomprehensible Guide von Edward Kmet. Und ein bisschen ein paar andere Sachen. Ja, ein bisschen, bevor wir über Komonaden reden können, müssen wir ein bisschen Kategorientheorie machen. Und zwar nur extrem kurz, extrem minimal, das ist nicht alles vollständig und auch kein Anspruch auf Korrektness. Eine Kategorie besteht aus Objekten. Ne? Objekte sind einfach nichts anderes als Dinge. Könnt ihr aussuchen, was Objekte sind. Aus Pfeilen, sprich einen Weg von Objekt A zu Objekt B. Wie auch immer der aussieht, ist dann ein Pfeil, kurz A, Pfeil B. Und was es immer gibt, ist ein Pfeil von A nach A. Das heißt, wenn ich bei mir bin, kann ich mich im Kreis drehen. Und die Kombinierbarkeit, wenn ich einen Pfeil A nach B habe und ich habe einen Pfeil B nach C, dann existiert auf jeden Fall auch ein direkter Pfeil von A nach C. Das heißt, Kategorientheoretiker malen wirklich
Punkte auf ein Blatt Papier, malen Pfeile dazwischen, schreiben komische Zeichen dran und keiner versteht es mehr. Das ist Kategorientheorie. Ja, was halt bemerkenswert ist, Pfeile sind in der Kategorientheorie die einzige Möglichkeit, wie man von einem Objekt zum anderen kommt, was es sehr simpel macht. Und ein Pfeil hat genau eine Quelle und genau ein Ziel. Das heißt, das ist nicht irgendwie 5-parametrige Funktion oder sonst irgendwas. Nein, das ist eine Quelle und ein Ziel. Wenn ich einen Pfeil A nach B nach C habe, dann existiert auch der Pfeil A nach C. Da kann ich auch den angeben. Das ist nicht, der macht dasselbe, der muss dasselbe machen. Der Pfeil von A nach B nach C und der Pfeil von A nach C, die müssen dasselbe machen, weil sie halt auf dieselben Objekte gehen. Aber sie haben dann halt nur genau eine Quelle und genau ein Ziel. Bevor wir zu... wenn ich von A nach B gehe und von B nach C, muss dasselbe rauskommen wie von A nach C. Ja. Bevor wir zu Komonaden kommen, bei Monaden haben wir gesagt, jede Monade ist ein Funktor. Frage ist, wenn wir einen Funktor haben, fragen wir uns erstmal, was ist denn ein Funktor in der Kategorientheorie? Ein Funktor in der Kategorientheorie ist einfach nur ein Pfeil in der Kategorie der kleinen Kategorien. Ja, auch kleine Kategorien sind Kategorien. Die Sache ist, in kleinen Kategorien sind die Objekte Mengen. Also sind die Objekte in einer Menge, also die Klasse. Genau, die Klasse der Objekte ist eine Menge. Ein Funktor ist jetzt nichts anderes als ein Pfeil, der einem Objekt aus C genau ein Objekt in D zuordnet und einem Pfeil aus C genau ein Pfeil in D zuordnet. Dem er einfach sagt, wie komme ich von C nach D. Und zwar in einem 1:1 Mapping. In Haskell haben wir zum Glück nur die Kategorie der Haskell-Typen, was streng genommen keine Kategorie ist, wenn man mal von so ein paar Ausnahmen absieht. I.O. ein paar andere Sachen. Allerdings in Haskell ist das die Kategorie der Haskell-Typen und das heißt, die Objekte in C und D sind gleich. Das heißt, wir haben vorher Haskell-Typen, wir haben nachher Haskell-Typen. Das heißt, das Mapping von Typen auf Typen geben wir in der Typsignatur an. Und das Einzige, was wir dann noch implementieren müssen, ist eine Funktion, wie wir die Pfeile auf die Pfeile mappen. Frage: Was ist ein Pfeil in Husk? Nun, ein Pfeil in Husk ist Pfeile in Husk sind halt Haskell-Funktionen, weil ein Pfeil verbindet zwei Objekte. Was sind die Objekte? Objekte sind Typen. Wie verbinden wir zwei Typen? Naja, wir schreiben einen Pfeil dazwischen. Dieser Pfeil sollte euch bekannt vorkommen, dieses Minus größer. Das habt ihr schon häufiger mal in Haskell geschrieben. Das ist ein Pfeil. Und für einen Funktor ergibt sich somit die Signatur von fmap, die wir implementieren müssen, ist a Pfeil b, Pfeil f a, Pfeil f b. Jetzt haben wir das Problem, wir sollen einen Pfeil auf einen Pfeil mappen. Das hier sind irgendwie ein Pfeil und zwei Typen und komisch. Allerdings, wenn wir so klammern, haben wir hier links einen Pfeil in den Typen und hier rechts einen Pfeil in den Funktortypen. Weil zum Beispiel Funktor generiert ja nur einen neuen Typen. Wenn wir sagen, List A generiert das für jeden Typen A den Typen List A. Das ist ja dann ein neuer Typ. Das heißt, wir heben jede Funktion A nach B nach FA nach FB. Und jetzt haben wir genau diesen Pfeil vorher auf diesen Pfeil nachher gemappt. Und jetzt können wir einfach die Pfeile umdrehen, wenn wir einen Kofunktor haben wollen. Machen wir das. Jetzt haben wir die Pfeile umgedreht. Hat es jeder genau gesehen? Großartig. Und jetzt sagen wir, B und A können wir uns ja aussuchen. Wir sagen einfach B gleich A, A gleich B und sehen, es gibt keinen Kofunktor. Beziehungsweise, ja, es gibt einen Kofunktor, aber ein Kofunktor ist auch nur ein Funktor. Cool. Also, ja, im Prinzip nur er selbst. Ja. Ich habe die Pfeile nur umgedreht. Genau das. Und es ist halt nichts Neues bei rausgekommen. Das ist halt das Interessante bei einem Funktor. Frage ist, wie sieht das für Monaden aus?
weil wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich, streng genommen brauchen wir nur ein Funktor, um Monaden zu definieren. Also brauchen wir auch nur ein Funktor, um eine Komonade zu definieren. Okay, wenn wir ein Funktor M haben, können wir eine Monade definieren über return, bind und oder join. Ne? Und die Funktion ist halt, return ist A nach MA, bind, habe ich ein bisschen umgestellt, damit es genau in der richtigen Notation ist. Wir haben den Pfeil A nach MB und mappen ihn auf den Pfeil MA nach MB. Und wir haben join, was den Typ MMA auf den Typen MA mappt. Und join benutzt bind oder bind benutzt join, kann man halt beides in terms of each other implementieren. Deswegen ist egal, welches von beiden man nimmt. Okay, erster Schritt, wir benennen die Sachen um. Wir möchten eine Komonade machen. Habe ich das? Oh, ich hab tatsächlich Monad oben noch stehen gelassen. Sorry. wir sagen erstmal, Mathematiker sind witzig. Wenn M eine Monade ist, ist W eine Komonade. Aus dem ganz einfachen Grund, weil W ist ein umgedrehtes M. Ja, Mathematiker sind sehr witzig, die sich das ausgedacht haben. Ich habe überall vor die Funktion jetzt Co vorgeschrieben, also Co-Return, Co-Bind, Co-Join. Und ich habe alle M's durch W's ersetzt. Ich habe aber noch nicht die Pfeile getauscht. Das kommt jetzt im nächsten Schritt. Und jetzt tausche ich die Pfeile. Boom. Wenn wir jetzt so ein bisschen hin und her gehen, sehen wir, wie sich einfach nur die Pfeile ändern. Großartig. Jetzt benennen wir die Sachen um und benennen sie sinnvoll und sagen, okay, WA extrahiert uns das A aus der Komonade, also heißt es Extract. Duplicate nimmt ein WA, also nimmt uns ein A in einer Komonade und packt es in noch eine Schicht Komonaden ein. Also dupliziert es das. Und dieser Operator ist Co-Bind, also das Pendant zu Bind. Und der nimmt ein WB nach A, also eine Funktion, die das auspackt und den Typen ändert, und macht daraus ein WB nach WA. Und das war's. Ne? Ganz klar, jetzt kennen wir Komonaden, jetzt können wir Schluss machen. Ja, bringt genau gar nichts. Ist ein großes Problem in der Kategorientheorie. Man findet sehr, sehr viele Konzepte, in denen man sieht, oh, das macht Sinn. Was passiert denn, wenn ich die Pfeile umdrehe? Es kommt was anderes raus. Man weiß, es kommt was anderes raus. Man weiß, es macht Sinn. Man hat nur keine Ahnung, was es tut. Ist ein sehr schönes Problem. Kann ich auch später nochmal was zu sagen. Sache ist, bei Monaden haben wir davon gesprochen, dass eine Monade quasi eine effektvolle Berechnung ist. Also eine Monade hat einen Effekt. Cool. Also haben Komonaden Koeffekte. Weiß jemand, was Koeffekte sind? Genau, das Gegenteil von Effekten. Das Gegenteil von Effekten nennt man noch Ursachen. Oder Gründe. In Englisch ist es dann Causes. In Englisch spricht man immer von Cause und Effekt. Vorher und nachher. Und somit können wir halt einen Algorithmus schreiben, der Ursachen berücksichtigt. Aber keine Seiteneffekte hat. Er berücksichtigt halt mehr Informationen, als eigentlich im Typ stehen, aber gibt dann halt ein Ergebnis in dem Typen zurück. Konkrete Beispiele sind zum Beispiel Algorithmen, die sich ihrer Umgebung bewusst sind. Wenn wir jetzt ein Bild haben, ne, und einen Bildfilter anwenden, Mittelwert in Umgebung oder sonst irgendetwas, dann berechnen wir einen neuen Pixel, indem wir den Pixel betrachten und die Pixel in seiner Nachbarschaft. Und die Komonade kümmert sich dann zum Beispiel darum, was passiert an den Bildrändern. Wie ist Nachbarschaft überhaupt definiert? Und so weiter und so weiter. Kümmert sich die Komonade drum. Und dann können wir ganz einfach Algorithmen schreiben, die auf der Nachbarschaft rumrechnen. Oder Graphen. Da haben wir einen Knoten, den wir festgehalten haben, und in der Komonade ist dann der Rest des Graphens. Das heißt, wir können den neuen Wert des Knotens berechnen, indem wir uns auf Nachbarknoten beziehen. Oder indem wir uns auf den Rest des Graphens beziehen. Oder ein Beispiel ist generell so ein Stream mit Fokus. Wir haben einen Fokuspunkt, das ist der Punkt, den wir auch extrahieren können, und wir haben irgendwie eine Umgebung. Ein einfaches Stream ist, wir haben ein Vorher und ein Nachher. Bei einem Bild haben wir ein Vorher und ein Nachher und oben und unten. Bei einem Graphen haben wir einen Punkt und N-Knoten drumherum, die dann wieder N-Knoten haben und so weiter und so weiter. Ja? Machen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel.
Das hier ist so ein Beispiel für so ein Stream. Das ist ein einfacher Zipper. Ein Stream ist eine unendlich lange Reihenfolge, die sich in beide Richtungen ausdehnt. Also endlich oder unendlich. Und ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel so ein Zipper über einem Typen A. Habe ich hier unten mit Zahlen gemacht. Wir haben die Vorgänger, wir haben unseren Wert und wir haben die Nachfolger. Und ich habe jetzt mal ein Beispiel genommen. Z ist jetzt mal ein Zipper. Die Vorgänge sind 1, 2. Das aktuelle Element ist 3 und der Nachfolger ist 4. Und wenn ich mir das jetzt ausgeben lasse mit der passenden Show-Instanz, kriege ich raus, okay, der Inhalt ist 1, 2, 3 ist der Fokus und 4 kommt danach. Wenn ich jetzt Extract auf dem Ding ausrufe, kriege ich die 3 raus. Wenn ich jetzt Duplicate auf dem Ding aufrufe, kriege ich einen Zipper, einen großen Zipper, in dem das dritte Element gefokust ist, der allerdings alle Elemente hat und in dem ersten Element ist das erste gefokust, in dem zweiten ist das zweite gefokust, in dem dritten ist das dritte gefokust und in dem vierten das vierte. Und in dem gesamten Konstrukt ist das dritte nochmal gefokust. Und damit kann ich jetzt wieder eine Funktion anwenden auf jedes einzelne Ding hier. Zum Beispiel, ich habe hier geschrieben für einen Zipper int auf int, das ist eine einfache Funktion, indem ich einfach sage, der Zipper, ich habe einen linken Zweig, ich habe den Wert und ich habe einen rechten Zweig und ich sage, L' ist, wenn links leer ist, 0, ansonsten das letzte Element und rechts ist, wenn rechts leer ist, der 0, ansonsten das rechte Element. Somit habe ich gleich die Grenzfälle abgefangen und so weiter und so weiter und ich sage einfach, das Ergebnis ist der Wert das plus der linke Nachbar plus der rechte Nachbar. Und wenn ich das jetzt hier, wenn ich mache Z, Cobind, F, dann kriege ich genau das hier raus. Weil wenn wir uns bei Duplicate das Ding nochmal anschauen, ist das erste, hat die 1 gefokust, links ist 0, 0 plus 1 und rechts ist 2, ist 3. Ist die erste 3. Das zweite ist, links ist 1, gefokust ist 2, rechts ist 3, ist 6. Das dritte ist, links ist 2, rechts ist 4, in der Mitte ist 3, gibt 9 und da das Element gefokust war, ist das immer noch das gefokuste Element. Und rechts habe ich hier die 4 gefokust, da ist das rechte Element 0, das linke 3 und ich kriege die 7 raus. Und das geht halt nicht nur für solche Streams, sondern ich kann da auch andere Sachen machen. Mit so einem Zipper kann ich auch, wenn ich zum Beispiel nicht hier einen A nehme, sondern irgendeine unendliche Datenstruktur, die lazy ist, kann ich damit das Game of Life programmieren. Indem ich zum Beispiel zwei Zipper ineinander stecke. Indem ich einfach sage, Zipper A und das A ist dann ein Zipper Int oder so. Oder ein Zipper Bool, ob die Zelle lebt oder nicht. Und dann kann ich sagen, okay, mein Fokus ist der Ursprung. Und dann setze ich einen Initialzustand. Und dann breitet sich das lazy auf einem unendlichen Grid aus. Und das wird immer nur so weit evaluiert, wie es nötig ist. Und dann kann ich einen Game of Life auf einem unendlichen Grid laufen lassen, automatisch, ohne alles andere. Ja. Ist eine ganz, ganz nette Sache, aber insbesondere halt Bildfilter. Ich habe ja in einer vorherigen Vorlesung schon mal gesagt, alles Große, was man in Computergrafik, Musterklassifikation und so macht, sind fast alles Faltungen auf Bildern. Die kann man relativ gut komonadisch in 3, 4 Befehlen untereinander wegschreiben. Wenn man über dem Bild eine Komonade definiert hat, sind das meistens nur 3, 4 Zeilen und dann hat man das runterdefiniert, was jetzt dieser Algorithmus tun soll. Und die Komonade kümmert sich dann darum, dass das vernünftig aufgerufen wird. In die Komonade kann ich dann noch weitere Features reinmachen, wie Parallelisierung, wie bla bla bla. Da brauche ich mich als Programmierer aber nicht drum kümmern. Ich habe den Algorithmus von der Anwendung getrennt. Ja? Dasselbe bekannte Komonaden. Wir kennen schon State, Read und Write. Die hatten wir schon. Genauso gibt es CoState, CoRead und CoWrite. Die heißen Store, Inf und Traced. Machen halt alle die machen alle dasselbe, allerdings halt in einem komonadischen Kontext. CoState macht nicht das Gegenteil von State. Sondern CoState in CoState gibst du Funktionen rein, die einen State verbrauchen,
In State gibst du Funktionen rein, die einen State generieren. Oder beeinflussen oder aktualisieren. Ja? Das ist halt eine leicht andere Herangehensweise. Aber man kann halt dieselben Techniken monadisch und komonadisch verwenden. Und Cofree unten drunter, da kommen wir später noch zu. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, das wird lustig. Kommen wir noch zu Free und Cofree. Irgendwer eine Ahnung, was Free ist? Gut. Abstrakt gesprochen und casual, ein Free irgendwas in der Mathematik ist etwas. Abstrakt gesprochen und casual, ein Free irgendwas in der Mathematik ist irgendetwas, was genau die Minimaldefinition erfüllt, aber kein Stück mehr. Dann ist es free. Es ist frei von allen anderen Belastungen, die es irgendwie erfüllen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Free ist die freie Monade, Q-Free ist die freie Komonade. Große Überraschung. Also, was wissen wir? Die benutzen beide nur die Funktor-Funktionalität, weil es beides Funktoren sind, und erweitern das um genau das Minimum, was sie brauchen, um gerade zu einer Monade oder gerade zu einer Komonade zu werden. Und ich fange einfach mal mit der Definition an. Free ist nichts anderes als pure oder ein rekursiver Aufruf von free. Ne? Weil f ist ein Funktor und über einem Funktor können wir einen Fixpunkt bilden. Das ist nichts anderes als ein Fixpunkt wieder, aber wir haben halt den Pure-Fall. Den benötigen wir nachher in der Implementation, weil wenn wir jetzt die Monade implementieren, brauchen wir, wenn wir im Fall return x, können wir für den Funktor nicht zurückgeben. Wir kennen den Funktor nicht. Wir wissen nicht, wie wir etwas von dem Typen des Funktors erzeugen. Deswegen brauchen wir so ein Base Case. Einfach mal pure x. Da wir allerdings das pure x jetzt hier drin haben, müssen wir das beim Bind auch berücksichtigen. Und beim Bind kriegen wir eine Funktion rein. Und bei dem pure x wenden wir die Funktion an. Und bei dem anderen Fall, wenn wir noch den Funktor haben, ja, einen Funktor können wir fmappen, fmapp das mal weiter durch. Und bind macht hier nichts anderes, als wende fmap an, wenn du im Funktor bist, und wende die Funktion an, wenn du im Pure-File bist. Das wendet die Funktion den kompletten Funktor runter, bis es nur noch im Pure-File ist. Also macht die Monaden, ist die Monaden-Instanz im Prinzip nichts anderes als ein fmap auf diesem Pure. Allerdings haben wir noch das fmap von dem Punktor da drin. Also wir haben zwei verschiedene fmaps. Wie eben schon angesprochen, dieser Funktorfall ist sehr ähnlich zu dem bereits bekannten Fix. Ne? Allerdings, wenn wir hier diesen rekursiven Aufruf haben, sind wir jetzt nicht mehr dazu gezwungen, in dem rekursiven Fall immer in den Funktorfall reinzugehen, sondern wir können jederzeit sagen, pure A und abbrechen. Ne, das heißt, wir haben hier in jedem Fall einen Exit-Punkt. Wenn wir uns das jetzt nochmal genauer angucken, das hier war die Definition von Fix. Und wir können halt die zwei Funktionen anFix machen, die uns eine Ebene runterbringt, indem wir einfach den oberen Layer auspacken. Und wir können Fix machen, indem wir eine Ebene nach oben kommen. Wenn wir uns jetzt aber Free angucken, dann können wir zwar Free machen, wie wir eine Ebene nach oben kommen, aber wir können jetzt nicht mehr sowas wie unfree machen, das heißt, wir können nicht mehr eine Ebene nach unten kommen, weil wenn wir eine Ebene nach unten gehen wollten, müssen wir uns für den Pure-Fall irgendwas ausdenken, was wir nicht haben, was wir nicht haben können. Und da geht's kaputt. Das heißt, mit einer freien Monade kann man einen Fixpunkt nur noch aufbauen, aber nicht mehr abbauen. Das ist eine Einschränkung, wie ich was ich mit so einem Fixpunkt machen kann, wenn ich eine freie Monade habe. Im Gegensatz zu einem normalen Fixpunkt, über einen normalen Funktor, über den ich auch einen Fixpunkt definieren kann. Genau das Gegenteil, große Überraschung, passiert bei der Definition von Cofree,
Bei der Monade hatten wir hier eine Summe mit Pure und Free. Bei der Co-Monade ist das ein Produkt. Ich habe jetzt zwei Definitionen hingeschrieben, das ist beides dasselbe. Es wird allerdings so gemacht, normalerweise haben wir den Konstruktor hier vorne immer groß geschrieben stehen. Man kann einen Konstruktor allerdings auch infix schreiben, und zwar so. Und zwar haben wir hier ein Produkt, wir haben diesen Doppelpunkt kleiner Konstruktor und haben ein A und dahinter den rekursiven Fall, also quasi den Fixpunkt. Oder wenn man das ordentlicher aufschreibt, sagen wir haben ein A gefolgt von dem Fixpunkt. Der Doppelpunkt kleiner ist der Konstruktor. Das ist ein Konstruktor. Der konstruiert einen Wert von Typen CoFreeFA. Das ist genau dasselbe wie hier ein Pure. Nur, dass es jetzt nicht Pure heißt, sondern Doppelpunkt kleiner. Also wir können den auch infix, weil es so schöner zu schreiben ist und wir nachher auch auf den ganzen Krempel-Pattern matchen müssen. Ja? Im Prinzip, was das tut, ist, es annotiert einen Schritt in dem Fixpunkt mit irgendetwas vom Wert A. Ja? Das heißt, wir kriegen überall einen Tag dran. Wir können irgendwie was annotieren. Wir können daraus eine Co-Monade bauen. Und zwar dieser Tag ist nämlich genau das, was die Co-Monade ausmacht, nämlich der Fokus. Das heißt, wenn wir Extract aufrufen, holen wir das A da raus, holen wir den Fokus raus. Und wenn wir Duplicate aufrufen, dann nehmen wir den aktuellen Wert, den wir haben, packen den als Tag nach vorne und rufen und reichen das Duplicate rekursiv durch. Und duplizieren den Rest. Ja? Und Extract holt uns halt den Fokus heraus. Duplicate setzt den Fokus auf das aktuelle und reicht das Ding rekursiv durch, damit die Typen passen. Das Add hier ist, ich habe hier, Klammer auf, irgendwas Doppelpunkt, also irgendwas mit FS genommen und ich hätte das gesamte Tupel hier statt C hinschreiben können. Das C-Add heißt einfach nur, wenn ich hier hinten C schreibe, meine ich das gesamte Ding. Das ist einfach nur eine Kurzschreibweise. So, wenn wir das jetzt nochmal mit Fix vergleichen, dann fällt uns auf, in diesem Fall können wir ein Unco-Free bauen. Das heißt, wir können den Tag wegschmeißen und das rausholen. Aber wir können kein Co-Free bauen, weil wir keine Ahnung haben, welchen Tag wir dazu packen sollen. Das heißt, mit einer Co-Free-Co-Monade können wir einen Fixpunkt nur noch abbauen, aber nicht mehr aufbauen. Genau, bei der freien Monade kann ich es aufbauen, bei der co-freien Co-Monade kann ich es nur noch abbauen. Und damit haben wir halt eine Einschränkung, was wir erlauben, dass mit dem Fixpunkt getan wird. Ja? Große Frage, wozu brauchen wir das überhaupt? Aufgrund der Zeit, ich habe noch 8 Minuten, reißen wir nur noch ein paar Möglichkeiten an. Genauere Links hier unten mit einem ausführlichen Post und einem Talk dazu und so weiter, wo ich auch viele Materialien weg habe. Gegeben, wir haben eine Programmiersprache, relativ simpel. Wir können irgendeinen Wert addieren, wir können den aktuellen Wert clearen und wir können uns den Gesamtwert ausgeben. Als Summentyp geschrieben, können wir direkt die freie Monade bauen. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Können wir direkt die freie Monade bauen und 3 Befehle in dieser Monade definieren, indem wir sagen, addiere x, lösche, was eine Void-Aktion ist, und hole mir den Wert raus, den aktuellen Zähler. Und diese Monade können wir direkt benutzen, um damit Programme zu schreiben. Zum Beispiel, das ist ein simples Programm, das das Limit dieser Programmiersprache findet. Wir kriegen hier beim Addieren, kriegen wir nämlich immer einen Bool zurück, ob das Addieren geklappt hat. Wenn wir über dem Limit sind, klappt das Addieren nicht. Und dieser kleine Code findet einfach nur das Limit. Und wir sagen, gib mir den internen Counter, clear den Counter, finde das Limit, clear den Counter, restore den Counter und gib das Limit zurück. Und das Finden des Limits ist einfach,
Wir versuchen, eins zu addieren. Wenn das klappt, erhöhen wir hier den internen State und rufen das rekursiv auf. Wenn es nicht klappt, geben wir das einfach nur zurück. Das ist nicht wichtig, dass ihr das jetzt versteht. Ich wollte nur mal eine konkrete Funktion für diese Programmiersprache haben, weil wir damit dann gleich noch was machen. Wir können halt nicht nur die freie Monade definieren, sondern wir können auch die kofreie Komonade definieren, indem wir die Pfeile hier umdrehen. Das hier ist ein Tupel und so weiter und so weiter. Indem wir die Pfeile umdrehen, dann sieht das gesamte Ding so aus. Dann sieht das gesamte Ding so aus. Das könnt ihr mir jetzt einfach mal glauben. Da steht auch mehr Details zu in dem Blog-Eintrag. Und wir können einfach die Co-Free-Monade darauf bauen, indem wir sagen, mach Co-Free. Und damit können wir so ein Ding quasi ausführen. Ne? Damit können wir einen beliebigen Code ausführen. Allerdings brauchen wir halt noch irgendwie zwei Werte, werden wir merken, nämlich einen Limit und einen Counter. Counter ist ja, das ist quasi der interne Zustand von dem Ding. Und wir sagen einfach, der gesamte Co-Adder, also das gesamte Ding, ist Co-Iter next auf den Startwerten und next ist genau unser Co-Adder F mit den drei Funktionen, die wir noch definieren. Kann man jetzt erstmal, müsst ihr jetzt erstmal so schlucken. Wieso das nachher Sinn macht, kommen wir zu. Die Sache ist, genauso wie bei dem add, clear und total, können wir hier ein co-clear, co-total und co-add bauen, indem wir einfach sagen, was ist der vorherige Zustand, was ist der nächste Zustand. Und zwar bei clear sagen wir einfach, okay, das Limit bleibt das Limit und der Counter wird auf 0 gesetzt. Beim total sagen wir, Limit und Counter kriegen wir rein und wir sollen das total zurückgeben, also ein Tupel von total und dem internen Zustand, sagen wir, gib den Count zurück, gib den Zustand zurück. Und wenn wir das halt addieren, dann kriegen wir Limit und Counter rein und die Zahl, mit der wir addieren, gucken, ob die Zahl noch gültig ist und sagen, wenn die Zahl gültig ist, dann übernehmen sie, ansonsten nicht und das geben wir zurück. Also wir geben zurück, war die Zahl hat das Addieren geklappt, das ist das Test. Wir behalten das Limit einfach bei und geben das Ergebnis zurück. Und was dieses eigentlich macht, das ist, das hier beschreibt im Prinzip die Regeln, wie wir unsere interne Zustandsmaschinerie verändern, bei welchem Befehl da reinkommt. Da wir die Sachen halt dual geschrieben haben, wir haben Adder F und das Duale ist der Co-Adder F, das haben wir extra so geschrieben, können wir die Sachen auch pairen. Ich weiß, das ist alles nur sehr, 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 sehr schnell. Wir können die auf jeden Fall pairen. In dem konkreten Fall haben wir hier das Co-Adder FA mit dem add x und dann pairen wir die einfach. Wir sagen, diese Funktion entspricht dieser Funktion, also diese Funktion entspricht diesem Konstruktor, diese Funktion entspricht diesem Konstruktor, diese Funktion entspricht diesem Konstruktor und damit können wir jetzt das Programm ausführen. Genau, das sagt, was aus dem Adder hier oben entspricht was in diesem Co-Adder. Das ist einfach nur, du sagst, was entspricht was. Und die interessante Sache ist, hier hatten wir ja schon eine Monade, in der wir Code geschrieben haben. Was macht jetzt die Co-Monade? Die Co-Monade wertet den Code einfach nur aus. Und zwar eine Implementation der Co-Monade, wie ich sie hier habe, mit diesen drei Funktionen, ist eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Und wir können jetzt, da das hier abstrakter gehalten ist, da wir hier das Limit und den Counter angeben, können wir beliebig viele Implementationen dieses Interpreters bauen, indem wir einfach nur verschiedene Co-Adder bauen. Und im Prinzip können wir dann einfach sagen, wenn wir einen Co-Adder haben, also wir haben einen Interpreter dieser Sprache, dann können wir das Limit dieses einen Interpreters finden.
Obwohl in der Sprache selber, die Sprache selber hier kennt das Limit nicht. Limit taucht hier nicht auf. Limit ist nur hier in dem Co-Adder definiert. Trotzdem können wir, indem wir den Adder ausführen, das Limit herausfinden. Viel interessanter ist, das gilt halt für jeden Interpreter bei jedem Programm, das wir schreiben können. Daraus kann man zum Beispiel Quick-Check-Tests für die eigene Programmiersprache generieren. Diese Funktion findLimit ist ein Programm in der Programmiersprache, die wir geschrieben haben. Und das kann man auf verschiedensten Interpretern laufen lassen. Und wir können dann hier so einen Test angeben, dass wir sagen, wenn wir das Limit X reinstecken und das Limit finden, müssen wir das wieder rauskriegen. Und wenn das Ding kaputt geht, dann stimmt entweder mit unserer Programmiersprache was nicht oder mit unserem Interpreter nicht. Und so findet man dann zum Beispiel Bugs in einem Interpreter. Noch ein bisschen weiter. Normale Monaden und Komonaden können wir nicht generell verknüpfen, deswegen hatten wir das ganze Spiel hier mit Monad-Transformers und so weiter und so weiter. Freie Monaden und freie Komonaden, weil sie eben nur das Minimum sind, die können wir verknüpfen. Und da kann man zwei Funktionen Plus und Mal definieren, indem man die einfach zusammensteckt. Und so kann man sagen, ich baue eine Sprache mit genau einem Befehl und einen Interpreter mit genau einem Befehl und davon viele und stecke die zusammen. Und so kann ich meine Sprache Stück für Stück zusammenstecken. Befehl für Befehl. Ich muss sie nicht auf einmal schreiben. Das war es erstmal dazu. Jetzt wollte ich noch ein bisschen einen kleinen Ausblick kurz über weitere Technologien reden. Das sind Dinge, die leider nicht mehr in die Vorlesung gepasst haben, die wir aber eigentlich noch kurz erwähnen möchten. Und zwar Recursion Schemes. Wir haben sie jetzt hier kurz angesprochen. Früher gab es bei Gigericht die Vorlesung Algebraic Dynamic Programming, die zwar nicht über Hylomorphismen und Dynamorphismen gesprochen hat, aber im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als Algebren zu definieren, die über dynamische Programmierung ausgeführt werden, was nichts anderes als ein Dynamorphismus ist. Der Dynamorphismus war in deren Programmiersprache GAPC implementiert. Deswegen wurde das nicht angesprochen. Das Einzige, was dort gelehrt wurde, wurde dann, wie man solche Algebren schreibt, um diese Sachen klein zu kriegen. Ja? Also beziehungsweise wie man die Co-Algebren schreibt, um die Sachen aufzubauen und wie man die Algebren schreibt, um sie wieder abzubauen. Darum ging es einfach nur. Wir hätten sehr, sehr gerne noch Cache-Oblivious Data Structures eingeführt, weil wir haben in den letzten Vorlesungen hin und wieder auch mal Caches angesprochen. Unter der vorletzten Vorlesung steht ein netter Link. Ich werde unter diese Vorlesung auch noch bald den Link setzen zur Einführung in Caching. Und wir haben gesagt, Caches sind sehr, sehr wichtig für die Laufzeit und dass man sich denen bewusst ist und dass man die ausnutzt. Cache-Oblivious Data Structures sind so geschrieben, dass sie sich immer in den Cache automatisch reinlegen, der ihrer Datengröße entspricht. Und das ist ein sehr cooles Feature, ist allerdings auch noch im Forschungsbereich. Dann haben wir noch Succinct Data Structures. Das sind Datenstrukturen, die nur Speicher in der Größenordnung der Shannon-Entropie brauchen. Kurze Sache, Shannon-Entropie ist ein Maß für Informationen oder ganz laienhaft runtergebrochen, wenn ich irgendetwas perfekt komprimiere, die Größe, die rauskommt, entspricht in etwa der Shannon-Entropie. Und Datenstrukturen, die succinct sind, weichen dann nicht mehr als einen konstanten Faktor von genau dieser Größe ab. Dann auch noch angeklungen sind 2-3 Fingertrees. Da muss ich leider auf die Vorlesung vom letzten Jahr verweisen. Das ist ein guter Ersatz für Listen, die in Data Sequence definiert sind. Die haben entweder eine bessere Laufzeit, also sie sind in allen Punkten entweder gleich schnell wie Listen oder schneller. Alles nur asymptotisch, aber asymptotisch ist das Einzige, was uns interessiert. Dann gibt es noch Codensity. Codensity ist eine Monade, weil in den 70ern hat man die Density-Komonade gefunden
Und deswegen heißt die Codensity Monade Codensity. Ist egal. Die Codensity Monade, dafür hat man eine Anwendung gefunden. Und zwar, wenn ich einen Monoiden habe, der irgendwie linksassoziativ ist, definiere ich darüber einen Funktor, in den ich den projiziere und mache ein bisschen Voodoo, packe das in CoFree rein, dann habe ich Codensity benutzt intern ein Free, also eine freie Monade und macht dann darüber einfach einen umordnende Klammern, um mappen von linksassoziativ zu rechtsassoziativ zu machen. Ist eine sehr fancyige Weise ich ändere den Typen und die Klammerung beim Ausrechnen ändert sich. Ist interessant, wenn man zum Beispiel in seinem Algorithmus immer zum Beispiel bei Listen Sachen hinten anhängt, aber es eigentlich intelligenter wäre, das vorne anzuhängen, weil es einen Laufzeitunterschied macht. Und so kriegt man aus einer Laufzeit von on Quadrat durch ein bisschen Typenmagie eine Laufzeit von on. Als nächstes Optics. Ach ja, zu Codensity gibt es einen sehr, sehr guten Talk von Raichu auf YouTube. Den kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Optics, wir haben zwar über Lenses angesprochen, aber es gibt noch weitere Sachen wie Prisms, wie Traversals und noch viele, viele, viele andere großartige Sachen, die in NetworkMets Lens Library verborgen liegen. Da kann man auch noch ganze Vorlesungen drüber halten. Die sind extrem mächtig, teilweise auch noch Gegenstand der Forschung. Dann andere Sachen, GPU-Computing. Man kann mit der Library Accelerate, mit einer speziellen Accelerate-Monade, direkt Code schreiben, der für die Grafikkarte kompiliert wird und dann auf der Grafikkarte ausgeführt wird. Und man muss sich um nichts kümmern. Und dann kann man auf der Grafikkarte rechnen, indem man Haskell-Code schreibt. Was viel, 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 viel besser ist, wenn man irgendeinen komischen C-Dialekt schreibt und einen Segfault hat und das Ding einfach nur abstürzt. CUDA ist eine Sprache, mit der man zum Beispiel NVIDIA-Karten programmiert. FPGA-Computing. FPGAs sind Field Programmable Gate Arrays. Und ein Subset von Haskell, also nicht ganz Haskell, sondern ein Subset, findet sich in der Programmiersprache Clash. Und diese Programmiersprache Clash, da schreibe ich quasi Haskell sehr ähnliche Sachen. Und das generiert mir Code für FPGAs. Das sind solche Dinger, die man in zum Beispiel Deb programmiert. Und wenn man das einmal per Hand gemacht hat mit VHDL und so und komischen Sachen, möchte man lieber das machen. PureScript, als letztes noch erwähnenswert, ist eine fast 1:1 Haskell-Implementation, nur ein bisschen anders. Sie haben zum Beispiel keine IO-Monade, sondern sie machen IO über viele Free-Monaden, die sie dann zusammenstecken, wo sie jeden Effekt einzeln getrennt haben. Das heißt, der Effekt, ich mache eine Manipulation an irgendwas, ist was anderes als ein anderer Effekt und so weiter und so weiter. Und das generiert einem lesbares und effizientes JavaScript und macht einem so Webprogrammierung einfach. Und vieles, vieles, vieles mehr. Wir haben garantiert noch einige Themen vergessen. Wir hätten noch, ich glaube, ganze Vorlesungsreihen füllen können. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für die Teilnahme an der Vorlesung. Gute vorlesungsfreie Zeit, viel Erfolg bei den Klausuren, viel Spaß beim Projekt. Wünschen wir beide euch. So, das war's.